Hallo zusammen, hier ist wieder euer Lan, wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir hier in Loam abschließen können und dazu befinde ich mich schon mal in der Taralek-Höhle. Wir schauen uns heute einen Erfolg an unter Kunden und dann Dracheninseln und hier habe ich eben das Achievement abgeschlossen, Spuren von Myrit. Und was wir dafür machen? Naja, schließt die folgenden Schnüffelsuchgrabungen mit einem Niffim-Gleiter ab. Das sind einige, ich zähle es mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also 16 insgesamt. Und wie kriegt ihr das? Naja, wir sind einmal hier in Loam und hier haben wir einen NPC und zwar schimpft sich der Myrit. Und bei Myrit können wir quasi, ja, so ein kleines Grabespiel anfangen. Und da haben wir jede Woche drei Aufladungen, die wir kriegen können. Eine Aufladung kriegt ihr immer for free, ne? Also da jede Woche am Mittwoch habt ihr eine neue Aufladung, könnt ihr ihn anquatschen, habt ihr so ein kleines Grabespiel. Und in diesem Grabespiel müsst ihr dann immer ein paar Rätsel lösen und am Ende gibt es dann eine Kiste. Wenn ihr es abgeschlossen habt, die jeweilige Höhle, dann wird das dementsprechend abgehakt. Zusätzlich gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, eine Karte zu kriegen, dass wir bei ihm graben können. Eine ist, dass wir hier die Weekly-Kiste erledigen. Das ist eine Quest, wo wir 1500 Ruf bei den Loam sammeln müssen. Oder bei den Niffin von Loam. Ich kann empfehlen, hier in der Mitte dieses Horn zu machen, diese Forscher unter Feuer. Denn da gibt es, wenn man 12 von 12 abschließt, schon mal 1000 Ruf, ohne dass man jetzt so viel machen muss. Und dann die restlichen 500 kriegt man eigentlich relativ schnell zusammen. Dann kann man sich immer von der Vorwoche das Token aufheben, wenn man wie ich jetzt hier auf Max ist und hat dann quasi mit minimal Zeitaufwand immer die Weekly abgeschlossen. Und das dritte Ding, was man kriegt, kann man sich hier bei Ponzo kaufen. Und der verkauft auch immer eins von diesen Plänen. Kleine Info am Rande. Da könnt ihr auch nur einmal das Ding kaufen und je nachdem, was ihr für eine Währung freigeschalten habt, ob das ein Tauschziegel sind oder die Tauschfelsbrocken, die aktuelle Währung, die ihr freigeschalten habt, die nimmt ihr dann quasi immer. Genau, das sind die drei Möglichkeiten. Und ja, dann ist es halt random, in welche Höhle ihr reinkommt. Heißt, um alle 16 verschiedenen Höhlen zu kriegen, kann es einige Wochen dauern. Es ist nicht so, dass ihr immer genau in eine andere reinkommt. Dementsprechend kann das jetzt hier schon mal 5, 6, 7, 8 Wochen dauern, bis ihr dementsprechend alle habt, wenn ihr ein bisschen Pech habt. Ihr solltet immer alle drei Grabungen mitnehmen, die dauern nicht lang. Teilweise hat man so ein Grabspiel in 2 bis 5 Minuten durch, würde ich mal sagen. Vor allem, wenn man dann schon ein paar Mal das Ganze gemacht hat und die in- und auswendig kennt, dann gehen die wirklich tatsächlich relativ schnell. Gut, mehr ist es tatsächlich nicht. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.